Herzlich willkommen zu Frau und Geld, der Erfolgspodcast mit Amata Bayerl. Amata Bayerl hat den Weg gemacht von der Nonne zur erfolgreichen Unternehmerin und zeigt dir, wie auch du dein Einkommen verdoppeln oder vervielfältigen kannst, dir ein automatisiertes Einkommen aufbaust, das verdienst, was du wert bist und ein erfolgreiches und erfülltes Leben führen kannst. Schön, dass du dabei bist. Ja, schön, dass du heute wieder da bist. Heute geht mein Gruß von Südamerika aus Richtung Augsburg oder in die Nähe von Augsburg zu einem spannenden Thema, nämlich Klarheit ebnet den Weg. Klarheit ebnet den Weg. Eine Frau, die sich mit diesem Thema sehr intensiv beschäftigt hat. Sie hat einen Büroservice, eine Wertelounge und ich freue mich, dass ich heute im Podcast begrüßen darf, Michaela Schmidt. Herzlich willkommen, liebe Michaela. Hallo Amata und hallo an alle Zuhörer. Es freut mich sehr, dass ich heute dabei sein darf. Schön. Michaela, erzähl doch mal ein bisschen selber, wer bist du so privat und was machst du ganz genau beruflich? Also ich bin 38 Jahre alt, verheiratet, habe eine 8-jährige Tochter und wir wohnen im bayerischen Gersthofen in der Nähe von Augsburg. Vor einem Jahr, da habe ich mich selbstständig gemacht, einerseits mit dem Büroservice, den habe ich eigentlich schon länger und dazu habe ich mein Herzensthema genommen, nämlich die Werte und persönliches Wachstum und das lebe ich so in meiner Werte-Lounge aus. Privat, da singe ich im Chor und spiele Klavier und ich lese natürlich sehr viel und ich interessiere mich für jegliche Art von Weiterbildung, egal ob das jetzt Seminare ist oder irgendein Online-Kurs. Jetzt hast du gerade gesagt, so dass das Thema Werte, das liegt dir so am Herzen. Das war ja auch ein bisschen mit dieser Verbindung, die wir zwei haben, weil ich ja auch ein Buch geschrieben habe, Erfolgreich mit Werten. Werte ist so was ganz Wichtiges. Aber was ganz genau machst du denn in deiner Wertelounge? Also ich greife einfach Werte jeglicher Art auf. Zurzeit ist es besonders der Wert Mut, der mich beschäftigt. Und die werden halt ein bisschen so durchleuchtet. Welche Werte treten auf? Welche unterschiedlichen Werte haben die Leute? Und welche unterschiedlichen Meinungen dazu? Weil, also das kommt halt von mir eigentlich so, ist das Thema Aufkommen, weil ich festgestellt habe, dass eigentlich die Werte sind, die mich in vielen ausgebremst haben, weil ich nicht gewusst habe, welche meine Werte definitiv sind. Und das ist dann schon die Bereitschaft, dass man hinschaut und ein Lernprozess, sich mit diesen Werten zu beschäftigen. Und man muss sich dann auch klar positionieren. Hier kommt wieder der Wert Klarheit ins Spiel. Das ist mittlerweile so mein Lieblingswert, der alles aufdeckt. Und ich muss immer eine klare Basis schaffen, dass ich einen Ausgangspunkt habe, wo ich eigentlich hin will. Jetzt habe ich deinen letzten Satz nicht verstanden. Du musst immer was? Eine Klarheit? Ich muss immer Klarheit schaffen und eine ganz klare Basis haben, so als Ausgangspunkt, dass ich sehe, wo ich eigentlich hin will. Das macht ja absolut Sinn. Das heißt, du beschäftigst dich mit den unterschiedlichsten Werten und du hast gerade gesagt, du hast für dich entdeckt, es sind so Werte, die dich ausgebremst haben und welche die Klarheit schaffen. Was für Werte sind denn für dich persönlich wichtig? Außer jetzt Klarheit und Mut, die hattest du gerade schon genannt, aber ja, es gibt nur andere. Ja, weil, um das nochmal aufzugreifen, bei mir sind es halt Mut, Klarheit und vor allem auch spürbares Glück. Und das ist bei mir so eine Abstufung. Und zwar, man braucht den Mut, dass man Klarheit schafft, weil Klarheit tut oft weh. Mhm. Aber genau das ebnet dann den Weg zum spürbaren Glück. Und privat kommen beruflich auch noch andere Werte dazu, die halt bestimmt viele mit mir teilen, Ehrlichkeit, Wohlwollen und Nachhaltigkeit. Das sind so auch ganz wichtige Werte, die bei mir immer da sein müssen.
Wenn jetzt du unterwegs bist, Michaela, auf so einem Netzwerktreffen, auf einem Business-Meeting und dich jemand fragt, was du denn beruflich so machst, was sagst du denn so auf die Schnelle? Auf die Schnelle, okay. da wollte ich sagen, ich begleite Menschen, die sich halt positiv verändern wollen und sich mehr noch in ihrem Leben wünschen. Aber dabei ist mir wichtig, dass die Menschen auch wirklich, wirklich wollen. Weil ich glaube, das ist eine ganz wichtige Voraussetzung, dass man wirklich bereit ist für spürbares Glück. Ja, ja. Ich fand mich jetzt ganz spannend, weil ganz oft, wenn ich diese Frage stelle, ist ja die sogenannte Frage nach dem Elevator Pitch, also diese Aufzugsfrage, was sage ich so im Aufzug schnell, was ich tue. Und dann gibt es ja oft diese Berufsbezeichnung, die die Menschen sagen. Aber du sagst ganz klar diesen Nutzen für den anderen. Du sagst, du begleitest Menschen, die sich positiv verändern wollen und sagst hier, dass du da jemanden begleitest, der aber wirklich will und hast hier sozusagen nicht nur das, was du Nutzen anbietest, sondern so gleich, wie du gerade gesagt hast, auch diese Frage mit drin, will der das tatsächlich? Weil sonst macht es gar keinen Sinn. Das ist super, ja, genau. Spannend. Ja. Genau, ja. Sonst macht es überhaupt keinen Sinn. Wenn sich jetzt aber jemand verändern möchte und sagt, ja, da habe ich Lust drauf und ich will auf jeden Fall in meinem Leben was ändern. Was hast du denn so an praktischen Tipps, vielleicht 3 aus deiner Praxis raus? 3, also ja, klar. Also 3, die ich selber auch fast täglich trainiere, sind, oder wo ich sagen würde, sind, trainiere täglich dein positives Mindset. Und da gehört ganz viel dazu. Also zum Beispiel, dass man das Selbstvertrauen stärkt. Da gibt es ganz viele Übungen dazu. Da muss man halt schauen, was einem persönlich gut liegt. Ja. Das kann man entweder mit sowas wie meinen Brainwave-Affirmationen machen oder Mantras, oder man kann einfach in die Siegerpose gehen oder sich vor den Spiegel stellen und sich einfach mal was Nettes sagen. Da tun sich ganz viele Leute sehr schwer damit. Ja. Und man sollte halt schauen, dass man selber die Zuversicht aufbaut, dass man Sachen schafft und dass man auch versucht, seine eigenen Potenziale zu erkennen, dass man einfach in sich reingeht und schaut, was ist denn mein Ding, und nicht immer nur guckt, ja, was schlagen denn andere für einen vor. Ja. Und zweite Sache, die habe ich vorhin schon erwähnt, Klarheit schaffen, auch wenn es weh tut. Aber meine Meinung dazu ist halt, dass jede positive Veränderung Klarheit im Ursprung benötigt. Andernfalls verliert man nur kostbare Lebenszeit und mir ist die zu schade dafür. Ja. Und das Dritte ist halt, sich nicht immer mit anderen zu vergleichen, weil ich finde, die Rahmenbedingungen sind immer anders und durch diese Sachen entsteht entweder Neid oder der vielleicht gar nicht die Berechtigung hat, weil die Rahmenbedingungen ganz andere sind, oder vielleicht auch Depression und Minderwertigkeitsgefühl. Ja, ja. Genau, ja. Das wären so meine 3 Tipps. Also mir geht es so bei dem ersten Tipp, Michaela, das ist so das, was ich auch meinen Kunden, meinen Klienten immer sage, das ist das Allerwichtigste, das ist irgendwie die Grundlage von allem, dieses positive Mindset. Und es fängt an morgens im Spiegel. Ja. Was sehe ich da? Ich sage manchmal so, ich kenne dich nicht und wasch dich trotzdem Mentalität, oder wirklich sich anzulächeln und zu sagen, ja, schön, dass es mich gibt. Also das ist einfach eine Grundveränderung unseres Mindsets. Wie starten wir überhaupt schon den Tag und dann durch den Tag hindurch? Ja. Und dann natürlich, wie du sagst, die Klarheit, die tut halt manchmal auch weh. Und das ist, glaube ich, diese große Herausforderung, dass man dem nicht ausweicht, sondern auch sagt, auch wenn sie weh tut, sie schafft danach ein unglaubliches Geschenk, eine Freiheit. Genau, sie schafft Raum. Ja, genau. Und da hast du auch, das hast du gerade vorher angesprochen, das Brainwave, diese Affirmationen fürs Mindset. Und ich denke, die unterstützen auch, Klarheit zu schaffen. Vielleicht kannst du da nachher noch kurz ein bisschen was dazu erzählen, was das genau bedeutet. Der dritte Punkt, denke ich, ist auch so ein ganz, ganz wichtiger, den du ansprichst, nicht immer Vergleiche zu schaffen mit anderen. Das sind wir ja so ganz leicht dabei. Und ich glaube, das ist so ein schmaler Grat, auf der einen Seite sich Inspiration zu holen, ja, also auch zu schauen und sagen, ja, damit, ja,
Also auch das ist ja wichtig und gleichzeitig aber nicht mich zu vergleichen und damit vielleicht auch mich runterzumachen. Also da wirklich hinzuspüren, was ist so das Richtige. Genau. Spannend. Also tendenziell ist es ja immer viel leichter, negative Gedanken zu haben als positive. Ja. Bei negativen ist man mal gleich dabei, aber so bei positiven ist schon ein bisschen mit Training verbunden bei den meisten Menschen. Und das sollte man nicht unterschätzen, dass man wirklich daran arbeiten muss, weil es gibt natürlich die Leute, die sagen, ja, immer so zwanghaft positiv und so. Ja, klar, das will keiner irgendwie. Ja. Es soll ja was dahinter sein. Aber sich selber ein bisschen den Blick zurechtdrücken, das bringt auf jeden Fall was. Ja, das ist ja auch vollkommener Unsinn, das Zwanghafte. Also sagen wir, ich kann nicht sagen, ich denke jetzt positiv und laufe über die Autobahn oder so, ja. Das ist Blödsinn. Ja. Sondern das ist immer die Frage des Kontexts, ja. Ja, aber vielleicht magst du uns über diese Brainwave-Affirmation noch kurz erzählen. Was ist das genau? Was macht man damit und wie setzt du das ein? Also das sind mit Musik und also das sind Affirmationen, die mit Musik unterlegt sind und zusätzlich mit Niedrigfrequenzen. Und diese Niedrigfrequenzen, die stellen so einen meditativen Zustand her, wo unser Unterbewusstsein viel zugänglicher ist für das, was jetzt gesagt wird in den Affirmationen. Und so kann man sich das anhören, kann sein Mindset positiv trainieren, hat aber jetzt keinerlei Anstrengung dabei. Das geht total mühelos. Man kann sich berieseln lassen, man muss rein theoretisch gar nicht hinhorchen, was gesprochen wird, sondern es geht direkt ins Unterbewusstsein rein. Und der Unterschied zur Meditation ist halt definitiv, man muss sich da auf nichts konzentrieren. Das ist ein leichter Zugang, sage ich jetzt mal, für jemanden, der jetzt zum Beispiel auch nicht meditationserfahren ist. Da ist es leichter, einfach was anzuhören. Und 90% aus dem, was wir dann letztlich tun. Und von daher ist es gut, hier das zu stärken. Und gerade wenn das mit dieser Musik einfach so ins Unterbewusstsein reinbringt. Ich kann mich erinnern, ich habe Kolleginnen gehabt, die das auch intensiv angewendet haben in ihrem Business und haben sensationelle Erfolge da auch gehabt mit dieser Unterstützung. Super. Ja. Michaela, jetzt hast du dich erst vor kurzem selbstständig gemacht, sozusagen ein Jahr so richtig ganz selbstständig. Was hast du denn für eine Verbindung zu Frauengeld und womit verdienst du ganz genau dein Geld? Also im Moment mache ich noch den größten Umsatz mit meinen Bürodienstleistungen. Das habe ich mir ja auch schon ein paar Jahre zuvor aufgebaut gehabt. Und Hintergrund ist, dass ich halt einfach eine betriebswirtschaftliche und sprachliche Ausbildung habe. Und gedacht habe, ich muss mich da auf was Solides stürzen. Und damals habe ich mich halt nicht getraut, dass ich mit meinem Herzensthema rausgehe, beziehungsweise ich habe damals auch noch gar nicht so genau gewusst, was mein Herzensthema ist. Das ist im Laufe der Zeit einfach so gewachsen. Und inzwischen kommt es aber immer mehr ins Rollen und da gebe ich Coachings und mein absolutes Highlight sind eben diese Brainwave-Affirmationen und die steigern eben das Wohlbefinden und fördern die Leichtigkeit. Und ich habe halt auch für mich gemerkt, dass da positive Veränderungen viel leichter in Gang gebracht werden können. Ja, und im Bereich meines Herzensthemas, da habe ich eben im letzten halben Jahr sehr viele Samen gesät, die jetzt nach und nach so aufgehen. Und das freut mich halt total, das mit anzuschauen. Und es geht natürlich weiter. Und so für die Zukunft sehen, da will ich schon eigentlich den Umsatz so auf mein Herzensthema verlagern und eher weg von den Bürosachen. Ja, ich weiß zwar, dass ich die Bürosachen sehr gut kann und alles und bin da schon auch dabei, aber ja, da kribbelt innerlich nichts. Oder ich weiß nicht, wie man das ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass man auch sagt, es darf ja Zeit haben, also zum Reifen, zum Wachsen, zum Entwickeln, wenn du sagst, und auch zu entdecken, ja, ich kann zwar was gut, aber es ist nicht das, was ich wirklich mit Liebe und mit Freude und mit Leichtigkeit tue. Und dann so das andere aufzubauen, auch nebenher oft aufzubauen, ja, und dann zu sagen, ja, und jetzt entwickelt sich das so, dass ich ganz mich dem hingeben kann. Das ist einfach was Schönes, ja, absolut. Übrigens,
Das andere werden wir ja nachher verlinken und in den Shownotes dazu schreiben, wenn jemand gerade diese Affirmationen haben möchte und sich da unterstützen möchte, machen wir natürlich gern. Jetzt hast du aber gerade erzählt, bei dir verändert sich so vom Büroservice zu dem Thema eher mit Werte, mit dem Coaching, mit dem Brainwave. Wie wichtig ist denn Geld für dich? Macht dich Geld glücklich? Ja, also bis vor einigen Monaten, da hätte ich jetzt gesagt, Geld macht nicht glücklich. Und ich habe das Thema Geld immer so ein bisschen abgetan, muss ich sagen. Und habe sehr genügsam immer gelebt. Und mir war das viel wichtiger, dass ich meinen Ideen und meinen Idealen folge und mich zum Beispiel ständig weiterbilde. Und ja. Jetzt wird mir aber Geld eigentlich immer wichtiger, weil ich halt Geld mehr und mehr so sehe, Geld schafft Freiheit. Und nicht nur Sicherheit, sondern wirkliche und echte Freiheit und auch Sorglosigkeit in einem gewissen Sinne. Mhm. Und auch das ist ja Teil vom spürbaren Glück. Absolut, absolut. Ja, und viele Leute sagen irgendwie, Geld verändert den Charakter. Der Meinung bin ich eigentlich nicht. Ich denke eher, dass das den Charakter verstärkt. Also jemand, der eh schon, sag ich mal, eher negativer Charakter war, der wird schauen mit viel Geld, dass er noch mehr Macht an sich reißt, dass er seine Ideen da umsetzen kann. Ja. Und jemand, der halt eh schon, sag ich mal, hilfsbereit vielleicht war, spendet dann eher oder gründet eine Stiftung oder findet andere Wege, einfach was Positives in die Welt zu bringen. Ja. Also das denke ich auch, dass sich das da zeigt. Aber wie du gerade so sagst, bis vor einiger Zeit war es dir gar nicht so sehr ein Thema. Das ist etwas, das erlebe ich ja ganz oft, insbesondere bei Frauen und auch bei Leuten, die denen Werte wichtig sind, die auch im spirituellen Bereich unterwegs sind, dass da oftmals dieses Geldthema fast wie ausgeklammert wird. Und wie wichtig, sage ich, wie du gerade sagst, das ist ja mit ein Stück von diesem spürbaren Glück, von Leichtigkeit, von Lebensfreude, von Lebensqualität. Es gehört einfach ein Stück dazu und sich das auch einfach anzuschauen. Ja. Wenn du jetzt Frauen begleitest, so auf dem Weg mit den Werten, gerade das Thema Mut hast du ja vorher auch genannt. Wenn jemand zum Beispiel wissen möchte, wie er sein Einkommen erhöhen kann, was für einen Rat würdest du so jemand geben? Also wie ich vorhin schon durchblicken habe lassen, bin ich ja noch nicht so die Expertin für das super hohe Einkommen, aber und dementsprechend ist ja das Geld auch nicht zu mir gekommen, aber ich habe schon definitiv, man beobachtet ja das Ganze, wie so ein Geschäft eigentlich laufen kann und so, ich habe da eigentlich schon feste Vorstellungen, was gegeben sein muss, und zwar halt, wenn man das Einkommen erhöhen will, in Verbindung mit dem, dass man auch mehr Lebensqualität hat, dann muss man unbedingt, denke ich, zu einem skalierbaren Produkt hin und zu einer gewissen Automatisierung. Genau. Also zum Beispiel habe ich meine Brainwaves halt so im Verkauf, dass die über Digistore 24 laufen. Und ich habe auch Online-Kursplanung. Das wird so vielleicht im Zeitrahmen nächstes halbes Jahr sein, dass ich den rausbringe. Ja. Und ich denke mal, grundsätzlich muss man halt schauen, dass man dem Kunden möglichst viel Wert bietet und desto höher wird dann das Einkommen, weil halt, wenn man sich so umschaut, auch viel verkauft wird, wo eigentlich kaum Wert da ist. Und das nur zu überhöhten Preisen, wie ich finde. Aber das ist natürlich auch Geschmackssache. Das stimme ich dir voll zu. Ja, ja, und ein dritter Punkt ist halt auch, dass es eigentlich... das kommt jetzt eher aus dem Privaten halt oder so, aber eigentlich ist es ja egal, wie hoch das Einkommen ist, wenn davon nichts übrig bleibt. Viele erhöhen ja Einkommen und automatisch ihren Lebensstandard, aber wenn unterm Strich nichts da ist, dann ist es ja auch nicht mit Wohlstand oder so verbunden. Ja. Ich denke, es kommt halt dann im Endeffekt auf die tatsächliche Sparquote an, dass man sich halt wirklich das mal anschaut und auch seine Gewohnheiten dahingehend verändert. Und dann will ich nur dazu sagen, es ist ja Umsatz nicht gleich Gewinn, was immer suggeriert wird, so im gerade im Online-Business oder so. Also ich glaube, da sprichst du drei ganz wichtige Punkte an, Michaela.
Ich glaube, gerade das Erste, auch dieses Skalierbare und Automatisierte ist einfach total wichtig, weil sonst tausche ich permanent nur Zeit gegen Geld. Und ich habe es ja selber erlebt, was es mal heißt, wenn man ein paar Monate ausfällt. Also von daher ganz, ganz wichtig, dass ich auch hier schaue, wie kann ich in meinem Business das so unterstützen, dass ich da was habe, was wirklich automatisiert auch läuft. Und etwas, wie du sagst, ich glaube, dann macht es auch wirklich, erfüllt es einen und ist auf lange Frist erfolgsversprechend, wenn ich Wert stifte, wenn ich was weitergebe, was wirklich Wert hat. Und den dritten Punkt, das finde ich ganz spannend, weil das habe ich auch in meiner Klarzeit-Erfolg-Ausbildung mit drin. Das ist ja nicht nur die Frage des Einkommens, da hast du ganz recht. Das ist, wird ja ganz häufig so dargestellt, der Umsatz wird genannt. Das ist ja nicht die Frage. Ich frage immer, was bleibt denn? Ja, was ist wirklich der Gewinn? Was ist dieses tatsächliche Einkommen? Und was ist es, wie du so schön gesagt hast, mit den Ausgaben? Weil manchmal ist es ja einfach so, die Einnahmen steigen, die Ausgaben steigen genauso und es bleibt unterm Strich da doch nichts übrig. Also gerade diesen Bereich. Ja, Michaela, du hast ja über längere Zeit sozusagen deinen Büroservice nebenher aufgebaut und dann dich ganz selbstständig gemacht. Jetzt, was war denn so deine größte Herausforderung? Vielleicht auch dein schlimmster Moment so als Selbstständige oder jetzt auch als Unternehmerin? Und vor allem, wie bist du damit umgegangen? Also so richtig schlimme Momente gab es als Unternehmerin eigentlich Gott sei Dank bisher noch nicht. So seit ich mein Online-Business so mache, so ein paar Hater-Angriffe. Aber ich glaube, da muss jeder irgendwie lernen, damit klarzukommen. Ja. Und ja gut, es gibt halt Sachen, da sind Leute anderer Meinung. Das ist ja vollkommen in Ordnung. Und es gibt halt üble Beschimpfungen auch. Und viele reden da nicht drüber. Aber ja, ich glaube, da muss jeder irgendwie sich davon abgrenzen und drauf schauen, ist es jemand, der wirklich zur Zielgruppe gehört oder ist es einfach jemand, der sich wichtig machen will. Und ja, das war auch meine größte persönliche Herausforderung, nämlich in die Sichtbarkeit zu gehen, mich der Meinung anderer Menschen auszusetzen und auch Angriffsfläche für Kritik zu bieten. Und das erfordert Mut. Und da habe ich halt kleine Schritte unternommen. Also ich habe nicht Vollgas geben, sondern einen Schritt nach dem anderen. Aber ich bin halt einfach losgegangen. Mhm. Wenn ich mir gedacht habe, ja gut, ich probiere das jetzt alles aus. Ich meine, man kriegt das ja dann auch alles erst nach und nach raus, wenn man dann eben mal zum Beispiel eine Facebook-Seite hat, ja, was man alles damit machen kann. Und wie viele Leute da dann plötzlich auf einen zukommen und so. Und ja, so ist das Ganze entstanden und gewachsen und denke, es geht weiter. Ja. Du sagst gerade, es ist so entstanden. Wie triffst du denn überhaupt so Entscheidungen, wenn was ansteht? Hast du so eine Entscheidungsfindungsstrategie oder wie gehst du auch mit Sachen um, die vielleicht anscheinend unlösbar sind? Also ganz am Anfang, da sammle ich halt Informationen und Fakten, alles, was ich so finden kann. Und dann lasse ich die Dinge meistens auf mich wirken. Also wenn mal die Verstandssachen da eingesammelt sind, dann lasse ich das mal auf mich wirken und spüre da, wenn es wichtige Sachen sind, halt ein paar Tage mal rein. Und dann kommt schon so ein Gefühl auf. Und wenn es sich halt nicht gut anfühlt, dann entscheide ich mich inzwischen dagegen. Weil bei Entscheidungen, wo ich so ein unstimmiges Bauchgefühl gehabt habe und das dann trotzdem gemacht habe, das hat sich dann immer irgendwie als schlecht erwiesen, auch wenn es erst lange Zeit später war. Ja. Genau. Und zu mir hat mal jemand gesagt, das Leben liefert dir keine für dich unlösbare Aufgabe. Und das habe ich immer im Hinterkopf. Ja. Und bei solchen Aufgaben, die nehme ich einfach her und zerlege sie so lang, bis halt die Schritte irgendwie klar sind. Und dann, wenn ich selber nicht weiterkomme, dann rufe ich meine Mastermind-Partnerin an oder nehme mir notfalls einen Coach und dann geht das schon. Und jedes Problem hat sich dann irgendwann gelöst, weil sonst hätte ich den ganzen Schreibtisch voller Probleme. Michaela, ja? Du rufst deine Mastermind-Partnerin an. Ja, das genau. Bin ich spannend. Wie hast du die denn gefunden? Ich glaube auch über den Wert Mut und rein zufällig so auf Facebook. Okay. Und wir telefonieren regelmäßig. Warte mal einen Moment, bitte.
Entschuldigung. Ja, also ich rufe dann meine Mastermind-Partnerin an und wir telefonieren eigentlich regelmäßig, ja, meistens am Montag in der Früh und außerplanmäßig, wenn irgendwas ansteht. Und dann besprechen wir das einfach und wir kommen dann immer auf ganz gute Ideen. Super, das heißt, du hast dir wirklich so eine Sparring-Partnerin gesucht, mit der du und ihre Ziele erreichen kannst sozusagen. Unterstützung, ja, genau. Einfach. Ja, genau. Also da habe ich eine ganz tolle Mastermind-Partnerin. Und zwar, die ist visionsmäßig viel krasser drauf als ich, eigentlich voll verlässlich. Mhm. Und es macht total Spaß. Und vor allem, wir gehen halt in eine ähnliche Richtung. Also wir haben Ähnliches vor und das ist ganz wichtig, weil ich hatte zuvor auch schon eine andere Mastermind-Partnerin. Da ist es dann irgendwie auseinandergelaufen. Von den Vorstellungen her, ja, wo man halt einfach hin will. Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man da jemanden findet, mit dem man miteinander sozusagen auf dem Weg ist und sich gegenseitig mal manchmal ermutigt, manchmal inspiriert, so ganz unterschiedliche Dinge, aber dass man da wirklich schaut, gemeinsam auf dem Weg zu sein, absolut wichtig, ja. Ja, genau, und vor allem, wo halt alle Partner das auch ernst nehmen, was gesagt wird und wie das Ganze abläuft und dass es halt nicht reines Kaffee trinken ist, also das ist mir halt so. Absolut, genau, ja. Genau. Also das finde ich auch bei den Netzwerksachen immer sehr wichtig. Ich bin eine unglaublich Netzwerkerin, ich bin total gerne auf Netzwerkveranstaltungen gegangen, aber immer nur dann, wenn es nicht reine Kaffeeklatsch-Sachen waren, weil dafür war mir meine Zeit zu schade, ja. Und das gilt für in dem Bereich ganz genauso. Und da muss man auch auf sich selber immer achten und schauen, wie entwickelt sich. So wie du vorher gesagt hast, schon manchmal ist es so, dass sich dann einfach zeigt, das passt nicht mehr und wo man sich dann einfach jemand Neuen auch suchen muss. Klar. Ja, Michaela, wir kommen schon zum Abschluss. Ich habe nur eine kurze Blitzlichtrunde, ein paar kurze Fragen, bitte kurze Antworten. Mhm. Was hat dich ursprünglich davon zurückgehalten, selbstständig zu werden? Ja, immer das Gefühl, denke ich, dass so viele kennen, ich bin nicht gut genug. Mein Umfeld versteht das nicht, warum ich das will. Und dass ich immer Rede und Antwort stehen muss und dass ich irgendjemand immer erklären muss, warum ich das mache. Also nicht den Kunden, sondern halt einfach dem Umfeld, dass ich mich da irgendwie rechtfertigen muss. Also das hat mich dann immer so zurückgehalten. Okay. Erfolg bedeutet für dich? Erfolg bedeutet für mich einfach, dass ich mein Herzensding machen kann und dass ich auch davon leben kann. Und zwar nicht nur so über drunten kommen, sondern irgendwann auch den Wohlstand aufbaue, den ich mir davon wünsche. Was sind deine drei größten Stärken? Also ich denke, das sind Struktur und Klarheit und dann ja kreative Ideen. Und als dritten Punkt, ja, eine Stehaufmännchen-Mentalität. Also ich glaube, das habe ich vom Elternhaus mitgekriegt und vor allem von meiner Mama, da bin ich ihr sehr dankbar. Die hat mich dann, wenn ich deprimiert war, schon immer gelassen und so, aber ein paar Tage später, da kam dann schon, jetzt los, mach mal. Und das hilft mir eigentlich echt weiter. Okay, und eine Schwäche? Oh, ich glaube, mir fehlt es phasenweise immer ein bisschen an Disziplin. Aber vielleicht hat man auch nur selber so den Eindruck, ich weiß nicht. Ich hole mich da schon mal wieder raus, aber irgendwie bin ich da Gibt's ein Lebensmotto, ein Lieblingszitat, das dich begleitet? Ja, also da ich ja jetzt schon seit über 10 Jahren eine Schmied bin, ist es natürlich Schmiede dein Glück. Und ich habe den Zusatz dann, für mich noch, wenn nicht du, wer dann? Und was war der beste Rat, den du hier bekommen hast, Michaela? Ach, ich glaube, das haben wir vorhin schon mal angesprochen, und zwar, dass man sich nicht mit anderen vergleichen soll, sondern nur mit der Person, die man gestern war. Also ich glaube, wir haben das schon mal angerissen und das klingt jetzt vielleicht leicht abgedroschen, aber ich finde, das stimmt, weil die ganze Vergleicherei ist pures Gift, finde ich. Mhm. Weil man da oft eben die Grenze nicht erkennt zwischen eben, was tut gut und was tut nicht mehr gut. Welche Internetressource hat für dich persönlich einen hohen Mehrwert und warum?
Was ich total gern mag, ist canva.com, mhm, wo man die Bilder und Grafiken machen kann. Und das ist ja auch, gibt es ja eine kostenlose Variante und die finde ich schon ziemlich gut. Und seitdem benutze ich PowerPoint ziemlich selten, muss ich sagen. Okay. Und was ist deine beste Buchempfehlung? Momentan von Bodo Schäfer, die Gesetze der Gewinner. Also das Buch gefällt mir wirklich gut und ich glaube, ich lese das immer wieder. So kapitelweise, weil das ist in einzelnen Kapiteln aufgeteilt mit richtig guten Empfehlungen. Und ja, so das fördert einfach das Gewinner-Mindset, sage ich jetzt mal. Ja. Michaela, stell dir vor, du kämst auf eine einsame Insel, kannst nur drei Dinge mitnehmen. Welche wären das? Also wenn man keine Personen mitnehmen darf, dann würde ich, glaube ich, meinen E-Book-Reader mitnehmen, Gitarre und Schreibzeug. Schön. Und welchen letzten Tipp kannst du uns noch mit auf den Weg geben? Also mein Tipp wäre, versuch dich immer mehr frei zu machen von der Meinung anderer und werde einfach der Mensch, der du sein willst und du musst dir gefallen und niemand anderem. Danke für dieses wunderbare Schlusswort, Michaela. Jetzt ist nur noch die Frage, wie und wo kann man dich am besten erreichen? Also entweder auf www.wertelaunch.de oder www.brainwave4you.com und da findet sich auch meine E-Mail-Adresse jeweils. Oder über Facebook, über die Werte-Lounge. Egal auf welchem Wege, ihr findet immer zu mir. Ja. Genau. Wir werden es auf jeden Fall in die Shownotes mit aufnehmen. Ich sage dir ganz herzlichen Dank, Michaela, dass du dir heute Zeit genommen hast, uns so einen Einblick zu geben in dein privates Leben, auch wie du dein Business jetzt so aufgebaut hast, dein Wissen mit uns geteilt hast. Ich wünsche dir alles Liebe und Gute auf deinem Weg, liebe Michaela. Dankeschön, liebe Amata, und vielen, vielen Dank für die Einladung. Gerne. Tschüss. Und liebe Podcast-Freunde, ihr wisst ja, mein großes Anliegen ist es, 1 Million Frauen zu zeigen, wie sie ein erfülltes, erfolgreiches und auch finanziell freies Leben führen können. Und von daher, wenn dir die Folge heute gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du sie mit deinen Freunden teilst und vielleicht auch eine Bewertung in iTunes schreibst. Komm gern auch in unsere Gruppe in Facebook, Finanzielle Freiheit für Powerfrauen. Und denk dran, Henry Ford sagt, ob du glaubst, du schaffst es oder ob du glaubst, du schaffst es nicht. In beiden Fällen hast du recht. Von daher, ich wünsche dir einen traumhaft schönen Tag, ein glückliches, erfülltes und natürlich finanziell freies Leben. Deine Amata. Vielen Dank, dass du heute wieder bei Amatas Talktime dabei warst. Du weißt ja, dass du alle wichtigen Infos zum Podcast Frau und Geld auf ihrer Seite finden kannst. Schau einfach unter www.amatabayer.de. Dort findest du unter Podcast und unter dem Thema von heute kostenlose Trainings, Tipps, die Empfehlungen unserer Interviewpartner und noch vieles mehr. Bist du selbstständig und hast es satt, Zeit gegen Geld zu tauschen? Dann zeigt dir Amata gern, wie du dir ein automatisiertes Einkommen aufbauen kannst. Bist du angestellt und hast es satt, dann zeigt dir Amata, wie du in 6 Monaten dein Einkommen verdoppeln und das machen kannst, was dir Spaß macht. Melde dich zum kostenlosen Webinar Frau und Geld an. Da zeigt dir Amata, wie du mit deinem eigenen Business richtig gutes Geld verdienen kannst. Und zu guter Letzt, denke immer dran, ob du glaubst, du schaffst es oder ob du glaubst, du schaffst es nicht. In beiden Fällen hast du recht. Bis zum nächsten Mal bei Frau und Geld mit Amata Bayerl.